Benvenuti a Livigno. Herzlich willkommen in Livigno. Sensationelle winterliche, tiefwinterliche Verhältnisse nach Ostern. Unglaublich zum Skifahren. Die nächsten paar Minuten möchte ich über das Warum in der Steuerberatung sprechen. Das intensive Arbeiten, das angestrengte Arbeiten lässt immer wieder mal vergessen, warum man in der Steuerberatung tätig ist. Für den einzelnen Mitarbeiter ist das Warum natürlich aus eigener Perspektive schnell erklärt. Ja, der Zweck der Tätigkeit ist einmal, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist natürlich richtig und notwendig, aber ich glaube, ein Stückchen weiter sollte man schon gehen, sich überlegen, was ist der Zweck der Tätigkeit an und für sich. Und da steht ja schon einiges in der Berufsordnung drinnen, was Steuerberater für Aufgaben haben. Die wären mir auch noch zu wenig weit. Ich denke, letztendlich geht es darum, das ist nämlich das Ziel jeder Beratung, dem Klienten, dem Menschen, den man berät, zu seinen Zielen zu verhelfen. Das ist der Zweck. Es geht also darum, dem Klienten die Sache einfacher zu machen, es für ihn leichter zu machen, die besseren Grundlagen zu liefern, ihm Sicherheit zu geben. Das ist der Punkt. Und sogar ein Stückchen weiter gedacht, ihm sein Leben zu erleichtern, sein Leben zu verändern, sein unternehmerisches Leben zu verändern. Das ist der Zweck der Tätigkeit. Im täglichen Tun, beim Erledigen des Rechnungswesens, bei Personalaufgaben, bei Gestaltungsberatung, geht das oft unter. Wirklich da sich immer wieder klar zu machen, der Zweck ist, das Leben des Klienten tatsächlich zu verbessern. Und ich denke, das sollte man so oft wie möglich sich selbst in Erinnerung rufen, aber auch dem Team kommunizieren. Teamshow-Fix sind eine sehr gute Gelegenheit, immer über diesen Zweck zu reden. Den Zweck der Steuerberater mal sauber zu klären und ihn immer wieder zu betonen. Dahinter steht ein philosophischer Grundsatz, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Wenn man verstanden hat, warum man etwas tut, und die Steuerberatung liefert eine Fülle von Anhaltspunkten dafür, dann ist das Wie deutlich leichter zu ertragen. Und natürlich sind die Tätigkeiten immer wieder anstrengend und immer wieder herausfordernd. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich mir klar mache, was ich damit bewege, bezwecke und beim Menschen, den ich berate, verändere, ab dem Zeitpunkt werden diese schwierigen Aufgaben wieder um einiges leichter. Die besten Grüße hier aus Livigno und alles Gute beim Warum klären in Ihrer Kanzlei.